mehr einen Zeitplan, ne? Bist du eigentlich Single? Hallo aus Kappeln. Oder wie man hier im Oldenburger Münsterland sagt, moin. Ich mache heute ein Praktikum auf einem Hof eines Bauern, der für Netto regionales Heimatgemüse anbaut. Aber ich muss natürlich erstmal gucken, wohin ich muss. Zu Bauer Christian Mehlmann. Bin ich ja gespannt. Los geht's! Wow, das ist also Mehlmann Gemüsebau. Ich treffe hier jetzt den Henning Block, das ist der Produktionsleiter hier. Und der Mann, der dafür sorgt, dass Netto nur das beste Gemüse bekommt. Hi! Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Du bist der Produktionsleiter, richtig? Richtig. So, als Produktionsleiter bin ich für mehrere Kulturen verantwortlich. Zum Beispiel für die Fläche Kopfsalat, Mini-Romano und Brokkoli. Später für die Fahrt aufs Feld habe ich hier schon mal Gummistiefel mitgebracht. Ach, du bist sehr lieb. Guck mal, wie schick. Die passen sogar zu meinem Outfit. Und wenn wir dann später bei den Kulturen sind, dafür auch mehr. Oh, cool, vielen lieben Dank. Weißt du was? Ich bin nicht alleine zu meinem Praktikum gekommen, sondern ich habe ganz viele Netto-Kunden mitgebracht. Ja. Weil echt viele Leute Fragen haben zu deinem regionalen Heimatgemüse. Wir ernten jetzt die Köpfe, die reif sind für die Ernte. Möchtest du anfangen? Ja. Dafür nehmen wir dieses Messer. Okay, großartig. Speziell. Kann ich den da nehmen? Ist der groß genug? Genau, der ist optimal von der Größe. Okay, unterhalb der grünen Blätter setzen wir den Ernteschnitt an. Boah, der riecht, ne? Also ist der Wahnsinn. Ja, und die Milch ist es. Da fällt mir ein, ich soll dich was fragen. Ich bin von Leon, der fragt, wie lange dauert es eigentlich, bis der Kopfsalat vom Feld ins Regal bei Netto kommt? Wie lange dauert das? 2 Tage oder so? Also die Ware, die wir hier ernten, ist binnen 24 Stunden im Regal. 24 Stunden? Ja. Zum Regal? So ist es. Ja, okay, komm, dann hast du keine Zeit zu verlieren. So, und schon geht's ab zum Hof. Du Henning, die nächste Frage kommt jetzt mal von mir. Bist du eigentlich Single? Liebe Grüße, Inka. Seit 19 Jahren verheiratet. Okay, also bist du nicht auf der Suche? Richtig. Ich ja auch nicht, ich bin auch verheiratet. Ich bin auch nicht auf der Suche, aber ich dachte, einen von euch vielleicht. Sag mal, Henning, warum verkauft ihr euer Gemüse eigentlich bei Netto? Weil Netto unsere Philosophie teilt, unser Gemüse zu vernünftigen Preisen und möglichst frisch an den Mann bringen. Ja, Lisa, hier sind wir in der Halle, wo wir Brokkoli verpacken. Dieser Brokkoli ist rund vor 9 Wochen gepflanzt worden und ist jetzt verpackungsfähig. Ich habe noch eine Frage zu Brokkoli, fällt mir gerade ein. Liebe Grüße von der Marina. Warum ist der Brokkoli so gesund? Brokkoli enthält sehr viele wertvolle Vitamine, Inhaltsstoffe und zusätzlich enthält er auch Mykosinolate. Hier haben wir Mini-Romana. Mhm. Dieser Mini-Romana ist heute frisch geerntet worden und wenn der gut gefühlt wird, kannst du den bis zu eine Woche im Kühlschrank lagern und der hält immer noch seine Qualität. Also bei meinem Mann liegen sie wesentlich länger im Kühlschrank. Lieber Henning, eine letzte Frage habe ich für dich noch. Ja? Greifst du selbst auch mal zu nicht regionalem Gemüse? Sei ehrlich. Selten. Aber ich weiß auch, dass regionales Gemüse viel verantwortungsvoller ist durch die kurzen Wege. Klar. Und auch sehr viel frischer ist. Da weiß man einfach, was man hat, oder? Richtig. Ja. Und ich, was ich heute gemacht habe, ab auf die Couch.